Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grand Age Medieval. Ja, sind wir drinnen. Unser Händler kommt, glaube ich, jetzt gerade an hier. Milos Dusan. So, und der Michael Friedrich hatte geschrieben, ich sollte mal gucken, dass wir hier noch neue Karren dazu kriegen. Was ist denn das hier jetzt? Dann können wir da welche zumachen. Keine Karren in der Stadt vorhanden. Okay, die müssen wir irgendwo erst bauen. Alles klar, gucken wir mal rein. Da brauchen wir bestimmt irgendwie so einen Laden, der das kann, ne? Depot wahrscheinlich, ne? Aber der Michael sagte auch schon, das müsste ich in meiner Heimatstadt vielleicht machen. Wahrscheinlich hat er damit Sofia gemeint, weil es da schon geht. Gucken wir da erstmal hier rein kurz. So, haben wir für 37 an Bord und können wir verkaufen alles. Super. 54, ja, das lohnt sich nicht. Und 53 zu 300, da geht auch alles weg. Super. Hier sind 100 der Fisch, geht auch alles weg. Hier 200 der Salz. Na, das geht nicht ganz aus, aber so ist ja einiges. 120 machen wir auch weg. Und hier können wir jetzt zukaufen, ne? Aber nicht ganz viel für 630, zwei Stück machen wir mal. Honig für 80, okay, der geht gleich hoch. Da kriegen wir mit 5, 5 für 80. Nehmen wir mit. Keramik 144 geht nach einem schon hoch. Dann lassen wir so. Und der lohnt sich nicht. Ja, das ist es dann schon, ne? Bringt es noch was mehr? Ich glaube nicht wirklich, oder? Gut, dann gehen wir nach Izmir. Gucken wir mal gerade in die Stadt rein. Oh, hier gibt es sowas wie ein Depot auch. Aufwerten, abbrechen, großes Depot. Übungsplatz gibt es auch. Bauhof. Okay. Na, das brauchen wir nicht. Kloster, Gasthof. Können wir im Gasthof Dingens bauen? Na, schon zu lange her mit dem Bautrupp, ne? Karren, da ist es. Wenn wir vielleicht auch da eben machen können. Ist aber nicht schlimm, machen wir das halt hier. 20 Holz kostet ein Karren. Bestellen. Machen wir mal drei dazu erstmal. Sollen die mal bauen. Dann da raus. Und der Händler kommt. So, dann schauen wir nochmal rein hier. 1050. 120, wir haben 110. Da geht alles weg. Salz geht komplett weg. Hier, ah. Honig wollen die hier gar nicht so. Dann lassen wir das. Hier haben wir einen Keramik. Den nehmen wir natürlich raus. Die 80, oh, da geht sogar was. Na, nicht alles, aber 146 ist schon eine Menge. So, und dann denke ich mal, nehmen wir die Zitrusfrüchte hier mit. 438, dann ist der Wagen voll, ne? So, das ist lohnte nicht und die Kohle haben wir gemacht, ne? Ja. Okay, dann sind wir wieder voll mit unserem. So geht's eigentlich hier hin. Haben wir kein Handelsabkommen wahrscheinlich an Talja, oder? Doch, geht, ha? Fährt er da hin? Na, schauen wir doch da mal rein. Oh, solch in der Stadt. Das ist nicht gut, ne? Oh, sieht so aus, als ob wir hier doch was verkaufen könnten. Sieht so aus. Machen wir das doch, oder? Ne, das ist 18. Hier haben wir noch Kohle, aber zum gleichen Preis. Bringt also nichts. Das bringt nichts. Das haben wir gerade verkauft. Ja, die produzieren das hier und für 48 kannst du es noch zukaufen. Machen wir das doch gerade, oder? Gut, dann nochmal nach Izmir. Wäre da hinten noch eine Stadt gewesen? Ja, da oben Ankara. Gut, dann halt jetzt gerade nicht. Ist aber nicht schlimm. Kriegen wir schon hin. So. Neunundzwanzig.
Also Wagen ist voll, deswegen geht das nicht. Zitrusfrüchte kosten das gleiche. Was haben wir denn eben eingekauft? Ach so, hier. Kohle. 35, gut. Karren organisieren. Keine Karren in der Stadt vorhanden. Wie lange dauert denn so ein Karren da, bitteschön? Ach, da gibt es wahrscheinlich keine Rohstoffe. Bauwaren fehlen, na super. Kann man da auch sehen, was fehlt? Aber da war sowieso nur Holz, ne? Ja, Holz haben wir auch nicht auf dem Wagen. Das bedeutet, wir reisen weiter. Obwohl, das war jetzt keine gute Idee, weil wir können noch was zuladen. Lass uns nochmal schnell zurück. Ah, das war falsch. Na, jetzt ist auch egal, gehen wir darüber. Dass wir 80 kaufen. Ja. Machen wir. So, jetzt noch Browser. So. Nee, das lohnt nicht. Das lohnt auch nicht. Aber irgendwas müssen wir loswerden auf Dauer, ne? Zwölf. Ne, das ist zu teuer geworden dann. Geht nicht. Fleisch wird auch sofort hochsehen gehen. Lassen wir also auch. Produzieren die aber zu wenig. Hier geht auch sofort hoch. Würde ich dann auch nicht. Ja, dann kümmern wir hier mal den Honig. Ne, der geht auch gleich hoch. Ne, dann war es das hier. 12 kann man nichts einkaufen. 144 wird gleich zu 147, möchte ich dann nicht. Ja, war es das. Einfach nach Konstantinopel gerade. Ja. Ja, sogar noch billiger hier. Auch schön. Der ist einer mehr. Lohnt sich hier nichts. Die Reise war umsonst sozusagen. Nächstes Städtchen aufsuchen. Irgendwo muss es ja mit dem Geld jetzt mal klappen, ne? Zum Beispiel hier. Ah, 90 geht auch. Machen wir 89. 16 davon weg. Das ist identisch, das geht. Gut. 80. So, was kaufen wir zu? Hier können wir zukaufen. Ja, alle 54 geht da. Gehen wir nach Sofia. In Sofia gucken wir zu, dass wir da noch was bauen. Ach Quatsch, Karren ist da. Was steht da? Ja, ist jetzt nicht wild. Drei Wagen da bauen und gucken mal. Holz. Gut, lass sie bauen. Und Holz, was wäre hier? Beim Handel mit Holz ist ja auch vorhanden. Sollte also hier funktionieren eigentlich. So ein bisschen braucht der Milos, bis er hier ist. Steht er 1,2, keine Ahnung, was es ist, Kilometer. Sehen wir dann. Okay. Geht gleich runter, machen wir nicht. Lohnt nicht. Hier ist billiger. Lohnt nicht. Super, oder? Übersicht. Hier wird produziert und läuft sogar. Aber
Ist noch keiner, doch, ist sogar einer da fertig. Stehen da noch so viele oder was? Da stehen wohl noch so viele, ne? Krass. Wusste ich gar nicht mehr. Na dann. Müssen wir gerade noch ein bisschen laufen lassen. Vielleicht werden die anderen auch noch fertig. Ja, da ist noch einer fertig geworden. Und läuft noch, ne? Noch zwei Karren werden sogar noch gebaut. Okay. Ja, dann handeln wir hier noch. Hier können wir noch zukaufen und da auch. Würde ich ja fast sagen, mach das hier mal dazu noch. Woran liegt's, dass ich jetzt nicht mehr konnte? Habe ich jetzt verkauft, ne? Bin irritiert gerade. Ach hier, das war, nee, das habe ich verkauft. Ich wollte kaufen, so sieht's aus. Für 73, so. Jetzt haben wir nur 91 auf dem Wagen, ne? Gekauft. Ja, höchstens hier wäre es noch schön. Zack. Und ist noch nicht voll, ne? Den Rest nehmen wir hier mit. 120. So, jetzt haben wir den Wagen aber voll geproppt. 1600. Jetzt machen wir eine Reise nach hier oben und auf dem Rückweg nehmen wir dann die anderen Wagen mit, ne? So. Wo sind die angegriffen worden? Ah, hier oben wahrscheinlich, ne? Ja, schäbige Strecke da, ne? Vier Soldaten haben wir. Wo stehen die denn hier unten? Da. Dann lass uns sie mal hier hochholen. Wie los ist hier? So, das geht weg. Gut. Hier geht auch was. 28. Ah. Da geht nix. 54. Machen wir so. Beim Holz sieht es ähnlich aus. Machen wir so. Bisschen Gewinn ist dabei. Das ist schon zu hoch. Also wenn, dann brauchen wir einen guten Warenmix vor allem, ne? Das wird auch gleich teurer. Das auch bestimmt. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier erst durch. Auf nach da. Ach, da waren jetzt die Wölfe und so, ne? Haben wir was verloren oder nicht? Ich weiß nicht. ...235 verloren. Die sind hier, ne? Aufsitzen. Wird nicht lang dauern. Wo sind die jetzt? Wird nicht lang dauern. Da haben wir Geld gefunden.
Da ist die Holzhütte, ne? Da wollen wir nicht hin. Wir wollen da hin. Oh, jetzt kommen die alle zusammen natürlich, ne? Aber die Luchse kriegen wir alle. Das dürfte nicht das Problem sein. Das ist erledigt. Ich dachte, das wären mehr gewesen. Oh, da gab es aber ordentlich Geld jetzt gerade, ne? Und da auch. Da gibt es noch einen Warenhaufen. Okay. Gibt es da in den Ruinen noch welche? Okay, da sind ein paar mehr jetzt drin, aber das ist nicht verkehrt. Weil wir müssen die Handelsroute sichern. Oder eins, zwei, vier von denen. Ja, müssen wir gucken, ne? Aber die sind gleich Geschichte. Ich glaube, eine ganze Einheit ist jetzt bei uns gerade gestorben. Ja, es sind nur noch drei davon vier. Ich glaube, die bringen wir erstmal zurück, weil die da regenerieren, oder wie war das? Oh, nein, 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 nein. Ihr geht schön nach Sofia. Und dann abwählen, bitte. Wie los ist hier? Da können wir jetzt mit handeln. Ja, die Fische sind hier sogar noch billiger. Auch schön. Das lohnt auch nicht. Ja, da haben wir ein bisschen billiger gekauft. Da geht ein bisschen. Hier ist es noch billiger, wie wir gekauft haben. Da geht ein bisschen. Ja, war's. Können jetzt noch was einkaufen, ne? Hier 128 das Bier. 266. Ist noch was Interessantes bei? Hier die Werkzeuge für 229 vielleicht. Jetzt ist der Wagen voll. Gut, dann mal weiter hier hoch. Ja, Bilanz ist schlecht, steht hier wahrscheinlich. Ja. Ist halt so, ne? So, da nochmal reingeguckt. 128, hier kostet 140. 80 Einheiten weg, 120. Hm. Dann nur drei da weg. Oh, der Fisch, der geht hier. Und die Früchte wahrscheinlich auch. Ah, nicht ganz, aber 90 Stück, das ist schon was. 280, machen wir bis 250. Hier geht alles vielleicht. Nee, aber einiges. 144. Ja, 58, da können wir mal bis 50 runtergehen. Da geht auch was. Kann man auch bis 50 gehen. Mach so. Und hier geht auch was. Gut, im Angebot gibt es hier höchstens das Brot. Aber das geht auch schon gleich hoch. Und ein bisschen Bier geht. Aber das haben wir ja schon für 124 gekauft. Das wäre also blöd, hier zu verkaufen. Salz. 120. Zähne. Gut, okay. Dann ziehen wir jetzt in die nächste Stadt. Allerdings machen wir da in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.